Olympiacupsieger, Weltcupsieger und Weltmeister. Die Liste der Erfolge von Erik Frenzel, die ist lang. Doch ausruhen kann er sich nicht darauf. Und deshalb heißt es derzeit für ihn und seine Kollegen, fleißig trainieren für die nächste Saison. Erik Frenzel hat Großes geleistet in seinem Sport. Olympiasieger, Weltmeister und Gesamtweltcupsieger in der nordischen Kombination. Er ist 25 Jahre alt und doch schon alles erreicht mit ganz viel Ruhe und Bescheidenheit. Ja, von dem her gehe ich eigentlich ziemlich gelassen an die ganze Geschichte heran. Es wird sicherlich schwierig werden, das jetzt auf Anhieb gleich wieder so wiederholen zu können, wie es jetzt mir letztes Jahr gelungen ist. Aber dennoch möchte ich natürlich gerne meine beste Leistung zeigen. Seine beste Leistung hat er schon gezeigt, in der abgelaufenen Saison. Nach 7 Weltcupsiegen ging er als großer Favorit auf Gold in den ersten Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Sotschi. Wie selbstverständlich setzte er um, was so viele von ihm erwartet hatten. Bundestrainer Weinbuch anschließend zu Tränen gerührt. Wie er das dann geschafft hat, dass er da trotzdem locker bleibt und so gefestigt ist. Ja, emotional hat mich das dann so gefangen, weil ich einfach wusste, was das für eine Riesenleistung war. Nun steht eine neue Saison an. Die Vorbereitung, noch ohne Schnee, läuft auf Hochtouren. Frenzel hat sich viele Auszeiten nehmen dürfen. Jetzt muss er sich wieder rankämpfen. Ich kann jetzt hier mich nicht ausruhen. Wie es immer schön heißt, Stillstand ist Rückstand. Und man muss sich immer wieder rankämpfen. Die ihm eigene Lockerheit hat ihm schon so viel Erfolg gebracht. Und bis zum ersten Weltcup ist ja noch mehr als ein Monat Zeit. Ja, und das war's von uns, von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de. Nächste Woche begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Tim Niedernolte. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis die Tage in alter Frische.